In der Vergangenheit hat die Gründerberatung der Idee des Gründers nur ein ganz geringes Gewicht beigemessen. Ideen gäbe es wie Sand am Meer. Was soll schon eine Idee wert sein? Eine ganze Menge. Denn es geht nicht um flüchtige Ideen oder Einfälle, sondern um die systematische Ausarbeitung eines tragfähigen Konzepts. Daher raten wir jedem Gründer, nicht mit einer Anfangsidee starten. Sie müssen die Energie und die Ausdauer aufbringen, ein schlüssiges und ökonomisch überzeugendes Konzept zu erarbeiten. Eine sehr gute Methode, von seiner Anfangsidee weiterzuarbeiten, ist es, verschiedene Sichtachsen zu finden. Was ist eine Sichtachse? Laut Wikipedia ist eine Sichtachse eine angelegte oder freigehaltene Schneise im Städtebau, die entlang einer Achse einen Blick auf bedeutende Bauwerke oder landschaftsprägende Elemente ermöglicht. Was heißt das konkret für dich? Die Methode der Sichtachsen ermöglicht es dir, dich tiefer mit deiner Anfangsidee und ihrem Potenzial zu beschäftigen. Du entwickelst dadurch neue Blickwinkel, und zwar systematisch, die dich neue Chancen erkennen lassen und die dir bei der Konzeptentwicklung wirklich sehr hilfreich sind. Am besten lässt sich diese Möglichkeit anhand eines Mindmappings verdeutlichen. Nehmen wir an, dass deine Anfangsidee lautete, du möchtest ein ägyptisches Restaurant aufmachen mit traditionellen Speisen aus der Region. Dann würde ich jetzt neue Sichtachsen ausprobieren. Gibt es solch ein Restaurant nicht schon? Die Sichtachse ist hier die Wettbewerbskonkurrenzsituation. Oder auch, wie hat man früher in Gesellschaft gegessen? Die Sichtachse hier wäre die Geschichte. Oder andere mögliche Sichtachsen, zum Beispiel gerne zu kochen, gesund zu leben. Was ist dir darüber hinaus noch wichtig? Die Sichtachse könnte hier zum Beispiel sein, ich bin gerne mit Menschen zusammen. Stelle jetzt in einem nächsten Schritt zusammen, welche Unterpunkte dir zu den einzelnen Sichtachsen einfallen. Vielleicht musst du ja gar nicht dein eigenes Restaurant eröffnen. Wäre nicht auch ein Bauernhof oder ein Catering-Service etwas für dich? Könnte man nicht eventuell auch Kochseminare anbieten? Wie haben zum Beispiel die alten Römer bei ihren Gelagen gegessen? Nimm dir viel Zeit für diesen Schritt, denn es ist der kreative Teil, der die Richtung angibt, wohin dein Konzept letztlich läuft. Wichtig ist das deswegen, weil das Konzept ja mit deiner Person stimmig sein soll. Wie ein Filmemacher kannst du jetzt mit einer Mischung aus Wissenschaft und Fiktion deine ganz persönlichen Sichtachsen legen und an ihnen arbeiten. Bei dieser Methode geht es nicht so sehr um ein wildes Brainstorming, sondern vor allem um systematisches Arbeiten. Der große Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass du ein Konzept entwickelt hast, das besser zu dir als Person passt, das weniger Kapital braucht und das so innovativ, so anders ist, dass es sich von den Wettbewerbern positiv abhebt. Zugegeben, es gibt auch andere Wege zum Erfolg als die Entwicklung eines kreativen Entrepreneurial Designs. Auch eine stinknormale Würstchenbude kann erfolgreich sein, wenn sie an der richtigen Ecke steht und ein freundlicher Mensch bedient. Natürlich kann auch eine MeToo-Idee, die lediglich imitiert, gewinnbringend sein. Nicht alle Selbstständigen oder MeToo-Gründer sind unzufrieden. Der elegantere und vielversprechendere Weg zum erfolgreichen Entrepreneur ist jedoch der über Kreativität und innovativen Konzept. So, jetzt bist du wieder an der Reihe. Wie sehen deine Sichtachsen für deine Anfangsidee aus?